lange etwas entspannteres Video. Ich habe mir bereits einen Tee gemacht und ich lade euch auch ein, euch einen Tee oder einen Kaffee zu machen. Und wir setzen uns gemütlich hin und machen eine kleine Q&A-Runde. Ich habe die Fragen so ein bisschen zusammengefasst, weil einige haben sie sich doch wiederholt. Und ganz oft gestellte Frage war zu dem Kindergarten, wie unser Kindergartenalltag aussieht, wie viele Stunden sind meine Kinder im Kindergarten, ob sie in Montessori-Kindergarten gehen. Und das beantworte ich euch heute. Also meine Kinder sind im Kindergarten von 8 bis 14 Uhr. Das sind verlängerte Öffnungszeiten, glaube ich, heißt es. Sie sind in den Kindergarten gegangen oder in Krippe, als sie fast 2 Jahre alt waren. Also Annabelle war circa 21 Monate alt und Andreas 22 Monate alt, also ungefähr in dem gleichen Alter. Und meine Erfahrung hat gezeigt, das war das perfekte Alter für den Kindergarten, für die Eingewöhnung. Beide haben sich super toll integriert und es war gar kein Problem bei der Eingewöhnung. Vor allem hatten wir Bedenken mit beiden Kindern. Annabelle war ein ziemlich sensibles Kind und hat immer viel Nähe gebraucht. Andreas auch, meine Nähe vor allem. Und wir haben gedacht, oh, das wird wahrscheinlich schwierig sein mit der Eingewöhnung. Aber da würde ich auch empfehlen, keine Erwartungen zu haben. Ja? Wenn ihr in diese Eingewöhnung reingeht, habt keine Erwartungen, wie das ablaufen wird. Nehmt das so, wie das kommt. Ich glaube, wenn man schon irgendwie voreingestellt ist und vielleicht sogar angespannt ist als Mama, ja, da kann das nur schief laufen. Also am besten würde ich empfehlen, einfach mal loslassen und überlegen, okay, wichtig ist auch, wie ihr sich in diesem Kindergarten fühlt. Das war für mich auch sehr wichtig. Also als wir die Einrichtungen besucht haben, bevor wir das ausgesucht haben, war mir natürlich auch wichtig, wie fühle ich mich da, wenn ich im Gespräch mit Erzieherin komme, ob das passt oder nicht. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass mein Kind in diese Kindergarteneinrichtung geht? Also das war auf jeden Fall ein sehr wichtiges Kriterium für mich. Fühle ich mich da wohl? Und entsprechend überträgt man das auch auf die Kinder, ja? Die Mutter-Kind-Bindung ist ziemlich stark, vor allem je jünger die Kinder sind, umso mehr spüren sie die Mutter und die Gefühle, die Mutter hat. Und wenn die Mutter selber entspannt ist und denkt, okay, ich denke, mein Kind wird am besten hier aufgehoben sein, so wird auch die Eingewöhnung ablaufen. Und es ist natürlich keine Garantie, jedes Kind ist anders. Und bei uns war das sehr reibungslos in beiden Fällen. Ich fand auch das Alter super passend. Also kurz vor dem zweiten Geburtstag, die waren schon relativ selbstständig. Das war auch uns wichtig, dass Annabelle eingewöhnt wird, bevor wir das zweite Baby bekommen, damit sie nicht das Gefühl hat, ja, es gibt so viele Veränderungen, die auf sie jetzt zubraseln. Und Eingewöhnung ist eine sehr große Veränderung, was das Kind erlebt. Was die Stundenanzahl angeht, finde ich das auch eigentlich ganz gut. Manchmal wünschte ich mir selber, ein bisschen mehr Stunden zu haben. Aber ich glaube, für die Kinder ist die Stundenanzahl gerade richtig. Vor allem für die Kleinen, die in U3-Bereich sind, finde ich diese Stundenanzahl 6 Stunden am Tag eigentlich passend und ausreichend. Die sind schon sehr müde. Ja, wenn sie vom Kindergarten kommen, man merkt, dass die viel erleben, dass es ein sehr anstrengender Alltag ist. Noch häufige Frage war, ob meine Kinder in Montessori-Kindergarten gehen. Leider gehen sie nicht in Montessori-Kindergarten aus dem einzigen Grund, dass wir in einer kleineren Stadt wohnen und wir haben leider keine Montessori-Kinderhäuser. Deswegen mache ich auch viel Montessori zu Hause, versuche die Prinzipien umzusetzen. Teilweise kaufe ich auch Material aus dem Montessori-Shop. Wären meine Kinder im Montessori-Kindergarten, würde ich keine Materialien zum Beispiel kaufen. Das ist eigentlich nicht nötig und überflüssig. Und vielleicht hätten wir nicht das Spielzimmer so eingerichtet, wie wir das jetzt eingerichtet haben. Sehr stark an Montessori angelehnt, nach 6 Bereichen. Ich mache das einfach aus dem Grund, weil meine Kinder in ganz normalen Kindergarten gehen und wir ein bisschen Montessori zu Hause leben möchten. Und da muss ich auch zugeben, dass die Einrichtung oder was man so, wie man sich ein Spielzimmer einrichtet, ist natürlich nicht so wichtig. Wenn man Montessori zu Hause leben möchte, ist eigentlich die Einstellung sehr wichtig. Ja, wie man mit dem Kind umgeht, die Beziehung, die man aufbaut mit dem Kind. Und da kann man immer anfangen, ja, ist unabhängig davon, ob das Kind jetzt in Montessori-Einrichtung geht oder nicht. Und das kann man ziemlich einfach zu Hause umsetzen. Man muss ja nicht Montessori-Materialien kaufen. So, das war eine lange Antwort. Zweite Frage war zur Tagesstruktur. Das kam auch ziemlich oft wiederholt.
wie sieht meine Tagesstruktur aus? Und da habe ich überlegt, wenn das so ein Interesse ist, das wäre vielleicht ein Thema für ein separates Video. Ich könnte vielleicht Day in the Life ein Video drehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch so ein Video wünscht. Aber meine Tagesstruktur sieht ziemlich einfach aus. Wie gesagt, mein Tag ist in zwei Teilen aufgeteilt. Ja, vor 14 Uhr, wo meine Kinder im Kindergarten sind, ist es die Zeit, wo ich arbeite. Ich arbeite 20 Stunden der Woche. Und ab 14 Uhr ist es die Zeit, wo ich mit meinen Kindern verbringe. Und das ist tatsächlich ziemlich einfach, würde ich mal sagen. Abends treffen wir uns natürlich zu einem gemeinsamen Abendessen und wir haben auch Abendroutinen und Abendrituale mit dem Papa. Aber es ist relativ eintönig, langweilig und wahrscheinlich hat jede Familie ähnlichen Tagesablauf, ähnliche Tagesstruktur. Es kam eine Frage zu den Buchempfehlungen, ob ich Buchempfehlungen habe für die Schwangerschaft, für die Geburt, für die Kindererziehung. Und ich habe tatsächlich zwei Videos geplant zu Buchempfehlungen. Ein Video wird sein mit Buchempfehlungen für die Erwachsenen. Da werde ich die besten Bücher euch präsentieren in einem Video. Und ein zweites Video wird sein mit Buchempfehlungen für die Kinder. Die Bücher, die wir gerne lesen und die wir aus Montessori-Sicht auch empfehlen würden. Also bleibt geduldig, die Videos kommen im nächsten Jahr, aber relativ frühzeitig, ich schätze im Januar werden die Videos schon da sein. Nächste Frage ist zur Vorweihnachtszeit. Wie verbringen wir Vorweihnachtszeit? Was machen wir für Rituale, ob wir welche haben? Wie sieht unser Adventskalender aus? Wie ist es gefüllt und so weiter? Ich glaube, unsere Vorweihnachtszeit ist nicht anders als von einer anderen Familie. Ich muss zugeben, wir haben keine besonderen Rituale. Ich finde es sehr schön, die Vorweihnachtszeit zu erleben, diese Adventszeit. Wir backen ganz viel, ja, wir backen viel Plätzchen, haben bereits dreimal gebacken. Was wir auch als Ritual, kann man schon sagen, jetzt das zweite Jahr machen, sind die Lebkuchenhäuser. Und dieses Jahr haben wir das tatsächlich alles selber gemacht, also angefangen mit dem Teig ausschneiden, Schablonen ausschneiden und Häuschen zusammenbauen. Das sieht ihr eigentlich, das ist das Häuschen übrigens, was wir gemacht haben und wir hatten richtig viel Spaß, das zu machen. Natürlich auch Tannenbaum schmücken und dieses Jahr möchte ich eher einen natürlichen Tannenbaum machen, also viel mit Naturmaterialien und wir werden einige Sachen basteln. Und das ist auch teilweise, womit der Adventskalender gefüllt ist. Also den Adventskalender habe ich selber gemacht, der Inhalt. Letztes Jahr haben wir Adventskalender gekauft und wir fanden das gar nicht so toll. Der Inhalt war etwas enttäuschend, sowohl für Kinder als auch für uns. Und ich habe gedacht, das kostet mir nicht so viel Zeit, ich mache das selber. Wir haben tatsächlich die Tanne selber gebastelt. Wir waren mit den Kindern in dem Wald, haben ein paar Äste gesammelt und haben sehr schnell, sehr einfach diese Tanne gebastelt. Und an die Tanne hatte ich, die Säckchen hatte ich bereits. Und das ist unser Adventskalender. Das heißt, dass wir in dem Adventskalender Sachen für zwei Kinder haben, da müssen sie sich abwechseln, wer an welchem Tag das Säckchen aufmacht, aber das machen sie ganz gut. Und der Inhalt ist teilweise auch verschiedene Aufgaben bzw. ja, Erlebnisse, die wir an diesem Tag erleben, zum Beispiel Lebkuchenhaus backen war eine von den Aufgaben, die im Adventskalender war. Oder Plätzchen backen, oder wir schmücken Tannenbaum, oder wir gehen zum Weihnachtsmarkt. Das ist ein Teil von dem Kalender. Ein Teil von dem Kalender ist tatsächlich mit etwas Süßem gefüllt, aber ganz wenig. Eigentlich sind es vier Tage, wo was Süßes drin ist. Und die anderen Tage, das ist dann eher was. Also zum Beispiel haben sie Freude, wenn sie mal was für das Bad bekommen, ja, ein Sprudelbad oder so. Also in der M habe ich einiges gekauft, was man so in Adventskalender reinlegen kann. Also man füllt Adventskalender relativ schnell und man weiß, was drin ist und eigentlich kann man das viel besser steuern, was die Kinder machen und ich kann natürlich steuern, an welchen Tagen was wir machen. Falls wir backen, habe ich natürlich das alles abgestimmt, dass es passt, ja, in die Routine, in unser Tagesablauf. Und die freuen sich sehr, also das muss ja nicht immer physische, materielle Sachen sein. Auch Erlebnisse kann man wunderbar im Adventskalender verpacken und
Hauptsache, man hat Freude und das ist diese Zeit. Die Adventszeit ist einfach Vorfreude auf Weihnachten. Ah, noch ein Punkt zu den Ritualen. Ja, was wir für Rituale oder Traditionen haben. Was machen wir für Weihnachten? Das möchte ich jetzt dieses Jahr wiederum wiederholen. Also vielleicht wird es zu einer Tradition werden. Und zwar ein Fotoshooting vor dem Tannenbaum. Das haben wir noch nicht gemacht. Damit wir später unsere Weihnachtskarten an die Verwandtschaft, an die Eltern, Großeltern verschicken können, verschenken können. Und ich glaube, es ist auch eine tolle Möglichkeit, ein Familienfoto zu machen. Und dann ist es wahrscheinlich auch schön, die Fotos nebeneinander zu legen und zu schauen, wie das über die Jahre sich entwickelt oder wie wir uns über die Jahre entwickelt haben. Und das möchte ich gerne als eine Tradition haben. Es kamen auch ein paar Fragen zu dem Schlaf, selbstständiges Einschlafen. Wie habe ich meinen Kindern selbstständiges Einschlafen beigebracht? Es kam auch eine Frage zu dem Mittagsschlaf, wenn dein Kind einfach mit 2 bereits Mittagsschlaf nicht machen möchte. Ich möchte nur kurz zu dieser Frage beantworten. Eigentlich solche Bereiche wie Schlafen, Essen und auf Toilette gehen, das sind Bereiche, die wir Eltern, wir haben keine Kontrolle über diese Bereiche. Wir können auch die Bereiche nicht beeinflussen. Das sind die Bereiche, die völlig unter Kontrolle der Kinder sind. Und da muss man sich einfach entspannen. Das Einzige, was wir machen als Eltern, wir bereiten die Umgebung vor. Wenn das jetzt um Schlaf geht, bereiten wir entsprechend die Umgebung vor, dass das Kind die Möglichkeit hat, wenn er müde ist, sich hinzulegen. Er weiß, das ist seine Schlafecke, sein Schlafbereich. Genauso mit dem Essen. Man bietet ein breites Angebot an dem Essen an und das Kind hat das Recht auszusuchen, was ihm zuspricht. Was wird er jetzt essen? Wir können das nicht beeinflussen, dass das Kind Brokkoli isst. Wir können das auch nicht beeinflussen, dass das Kind Mittagsschlaf macht. Meine Empfehlung ist einfach, sich zu entspannen, einen Schritt zurück zu machen, ein gutes Gewissen haben, dass ich habe alles gegeben, was mein Kind brauchen könnte. Und ich habe die Bedingungen geschaffen, ich habe die Umgebung entsprechend gestaltet. Und das ist dann die Wahl des Kindes, ob er heute jetzt Tomaten isst oder nicht, ob er heute schlafen geht oder nicht. Und entsprechend können wir natürlich als Eltern steuern, wann dann abends ins Bett gegangen wird. Also wenn das Kind Mittagsschlaf verpasst hat, dann vielleicht geht das Kind etwas früher ins Bett und holt diesen Schlaf nach. Und was selbstständiges Einschlafen angeht, ist es bei uns auch immer noch unterschiedlich. Es gibt Abende, wo die Kinder wollen, also die schlafen in einem Zimmer und die möchten, dass wir ein bisschen länger bleiben. Oder wir gehen raus und sie schlafen selbstständig ein. Es sind unterschiedliche Tage und je nachdem, wie sie sich fühlen. Und ich kann ja nicht sagen, dass meine Kinder schlafen selbstständig ein oder ich habe das denen beigebracht. Mit dem Alter wird es besser und besser. Ich bekam noch eine sehr interessante Frage. Montessori und Weihnachtsmann, Christkind und so weiter. Wie geht man damit um, beziehungsweise wie geht meine Familie damit um? Wie ihr wisst, in Montessori, das Kind wird sehr realitätsnah erzogen, vor allem die ersten 3 Jahre von 0 bis 3, aber auch von 3 bis 6, ist es sehr wichtig, dem Kind die Realität zu zeigen und dem Kind noch die Märchenwelt vorzuenthalten, weil die Kinder ja die Unterscheidung noch nicht treffen können. Das ist meine Fantasie und das ist die Realität. Also für mich persönlich bin ich da jetzt nicht so streng und strikt. Also wir haben auch Märchen, die wir den Kindern vorlesen. Es kommt auch natürlich vor, dass die Tiere in diesen Geschichten sprechen. Was ich aber gerne tue, ich bespreche das auch mit meinen Kindern. Ah, schau mal, hier in dieser Geschichte hat der Hase was gesagt. Es ist aber nicht Realität. Ja, die Hasen, die können ja nicht sprechen und das wissen sie. Und wir besprechen das mit dem Weihnachtsmann. Also ich muss sagen, ich bin selber in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen, mein Mann aber auch. Also Osten und Westen haben sich getroffen und das war mir auch nie so wichtig als Kind. Ich kann mir auch nicht erinnern, also es gab eine Figur wie Weihnachtsmann, ja, was bei uns damals gab. Und ob ich so sehr daran geglaubt habe, das kann ich mich eigentlich nicht so gut daran erinnern. Und ob ich so enttäuscht war, als ich erfahren habe, dass es doch eine Fantasiefigur ist, dass es aus dem Folklore kommt, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern.
Und für uns, für unsere Kinder, wir sind da auch ziemlich offen. Also ich erzähle nicht proaktiv, dass es gibt einen Weihnachtsmann und der bringt dir Geschenke und du musst ja brav sein. Um Gottes Willen, das würde ich nie tun. Vor allem dieses, ja, um das Verhalten des Kindes zu manipulieren, auch die Figur vom heiligen Nikolaus, der mit Knecht Ruprecht kommt, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Also darüber werden wir nicht erzählen, aber wir haben ein paar Bücher, meistens ist es eine Weihnachtsgeschichte, ja, es ist eher religiöse Geschichte aus der Bibel, die wir den Kindern vorlesen, damit sie wissen, wieso wir überhaupt Weihnachten feiern, was an diesem Tag überhaupt geschehen ist und mit welcher Geschichte das alles verbunden ist. Die Geschenke besorgen wir und verpacken das ein und ich glaube, die Kinder wissen das. Also wir erzählen nicht, die Geschenke bringt der Weihnachtsmann, schreib bitte einen Brief an Weihnachtsmann. Also sowas erzählen wir in unserer Familie, in unserem Zuhause nicht. Und ich glaube, die Kinder wissen, dass die Geschenke kommen eigentlich von uns. Ich fände das auch irgendwie blöd, wenn man sich auf irgendwas Besonderes freut und dann bekommt man das und weiß oder denkt, dass man dieses Geschenk von irgendeinem Weihnachtsmann bekommen hat. Und ich glaube, manchmal bleibt es irgendwelche besondere Geschenke in Erinnerung und man verbindet aber nicht die Eltern mit diesem Geschenk, dass die Eltern das liebevoll ausgesucht und verpackt haben, sondern der Weihnachtsmann, der hat mich lieb, der denkt an mich und der bringt mir Geschenke. Von daher haben wir auch bereits Weihnachtsbaum relativ früh. Wir holen dann wirklich paar Wochen vor dem Weihnachten, weil ich dieses Gefühl haben möchte. Ich möchte die Weihnachtsstimmung nach Hause holen und die Weihnachtsstimmung kommt immer mit dem Weihnachtsbaum. Deswegen holen wir das relativ früh, solange das geht. Ja, das ist immer ein frischer Baum und auf jeden Fall werden die Geschenke auch früher unter dem Baum liegen und ich verpacke die besonders schön und es ist auch ein Teil der Dekoration, ein Teil der Stimmung und die Kinder wissen das. Genau, also die Einstellung von mir ist eher neutral, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich aktiv erzähle, das ist alles ausgedacht und die Leute wollen sich eine zauberhafte Welt erschaffen und Freude haben damit. Das sage ich auch nicht. Aber ich erzähle auch nicht aktiv, jetzt schreibt einen Brief an den Weihnachtsmann und der bringt euch die Geschenke. Weil wie ich eben erwähnt habe, möchte ich, dass meine Geschenke mit mir assoziiert werden und nicht mit einer ausgedachten Figur. Und ich glaube, jeder entscheidet für sich, was einem wichtig ist, wie man das als Kind erlebt hat. Möchte man das auch eigenen Kindern so weitergeben? Es gibt verschiedene Familien mit verschiedenen Familientraditionen. Vielleicht will man diese Familientradition einfach weiterleben und das ist ja völlig okay und normal. Ich beantworte noch die letzte Frage und die Frage war zu dem Altersabstand. Wie finde ich den Altersabstand meiner Kinder? Hier finde ich auch, muss man für sich selbst entscheiden. Das ist auch sehr, sehr individuelle Entscheidung, die man trifft. Man trifft die Entscheidung zusammen mit dem Partner. Ich würde mich nicht davon leiten lassen, einen gewissen Altersabstand zwischen den Kindern zu haben, damit sie zusammen spielen. Ja? Also die Frage war auch, ob die Kinder viel miteinander spielen, ob meine Kinder viel miteinander spielen. Für mich wäre das jetzt nicht ein Kriterium, um sich zu entscheiden, wann bekomme ich mein zweites Kind. Weil dieses Miteinander spielen kann eigentlich keiner garantieren. Egal, was für einen Altersabstand die Kinder haben, sie mögen auch ein Jahr Altersabstand haben oder ich weiß nicht, 1,5 Jahre und gar nicht miteinander spielen wollen. Es gibt auch Kinder, die vielleicht 4 Jahre Altersabstand haben und spielen wunderbar zusammen, später ja vor allem. Und deswegen ist es nicht ein Kriterium, wonach ich gehen würde. Für mich wäre das persönlich sehr wichtig, nochmal sich zu fragen, habe ich die Ressourcen, ein zweites Kind zu haben? Hat man Lust darauf? Hat man eigentlich Energie, um das zu meistern und zu managen, was meine Situation angeht? Ja, meine Kinder spielen momentan super miteinander. Sie spielen sehr viel miteinander. Sie spielen inzwischen Rollenspiele zusammen und das ist sehr wunderschön und das erfreut uns immer. Aber wie ich bereits erwähnt habe, ist es keine Garantie, dass es sein wird. Das war ein Zufall bei uns und die verstehen sich gut. Ja. Es war aber eine sehr
anspruchsvolle Zeit, vor allem nicht die Zeit in der Frage war nach der Geburt. Nach der Geburt war das eigentlich einfach, weil das Baby schläft ziemlich viel. Das Baby braucht nicht viel außer Zuwendung im Sinne ja, körperliche Pflege. Man trägt das Baby viel, aber dafür hat man Tragetaschen, wobei Andreas hat es nicht gemocht. Aber er schlief ganz viel im Kinderwagen, also beim Spaziergang. Ich habe ihn gestillt, das heißt, ich habe gar keine Gedanken gemacht, was bekommt er zum Essen. Also das war alles ziemlich einfach, als er noch ganz klein war. Ich habe ihn im Prinzip überall gestillt, klar. Mit dem zweiten Kind veränderst du die Einstellung. Also früher habe ich nur an einem bestimmten Ort gestillt mit dem ersten Kind. Mit dem zweiten Kind habe ich überall gestillt, als auch beim Essen. Wir haben gemeinsam gegessen. Das ist aber einfach, ja, wenn du stillst. Und vielleicht ist es schwieriger mit der Flasche. Da muss man sich mehr Gedanken machen, wie viel Uhr ich nächste Flasche mache, was ich dafür alles brauche. Von daher fand ich die ersten 6 Monate relativ einfach. Aber ab dem ersten Jahr, wo der angefangen hat, aktiv zu sein, wo er angefangen hat, auch die Spielsachen von der Schwester zu nehmen und so weiter, da war es ziemlich anspruchsvoll. Die Zeit war nicht einfach und ich muss sagen, erst jetzt merke ich wieder die Entspannung. Also wahrscheinlich sind es tatsächlich fast 2 Jahre vergangen oder ja, ich würde sagen 1,5 Jahre. Sehr anstrengender Zeit für mich. Ja, das ist meine persönliche Erfahrung, weil das eine Kind war doch noch, die Große, ja, ist doch wohl ziemlich klein noch und braucht auch ihre Aufmerksamkeit und die Konflikte, die sie immer hatten, haben sie natürlich immer noch, ja. Darf man mit dem Spielzeug spielen oder nicht? Und all das ist natürlich anstrengend und ich weiß oder ich kann mir vorstellen, wenn das Kind 2, 3 Jahre älter ist, hat es anderes Verständnis und werden die Konfliktsituationen gar nicht entstehen, die wir hatten. Nichtsdestotrotz finde ich das schön, so wie es ist und das war ja eine bewusste Entscheidung mit dem Altersabstand. Es war auch ziemlich anstrengend, muss ich ehrlich zugeben und man kann sich darauf einstellen, wenn man so einen kurzen Abstand hat, weil man hat ja im Prinzip 2 kleine Kinder. Ich kann sie eigentlich auch wie Zwillinge betrachten, nicht ganz, aber fast, ja, weil ab dem gewissen Alter sind sie fast ähnlich, ja, und beide sind doch relativ noch klein und brauchen Aufmerksamkeit, Zuwendung. So, meine Lieben, ich glaube, sonst wird es ein sehr langes Video. Ich möchte hier Schluss machen. Wir wiederholen das nochmal, falls ihr noch Fragen habt, dann mache ich das viel öfters. Ist es fast ein Jahr vergangen seit dem letzten Q&A-Video und eigentlich ist es schön, auf diese Art und Weise mit euch zu kommunizieren, eure Fragen zu lesen und daraus entstehen auch Videoideen und ich glaube, da werde ich noch ein paar Videos machen, die zu diesen Fragen auch entsprechend passend sind. Ich wünsche euch eine sehr schöne Adventszeit. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Hoffentlich wird es tatsächlich ein Adventsvideo sein. Da werde ich euch ein bisschen zeigen, was wir so machen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!